So. Ich habe keine Ahnung, es ist immer so eine Katastrophe. Er hat nicht aufgenommen. Und ich habe mir jetzt das Panorama schon geholt und dieses Lagerfeuer und eine so eine Tasse. Aber das waren jetzt bestimmt 7 Minuten oder so. Das ist voll doof. Kein Plan, warum er das immer nicht aufnimmt. Jetzt allerdings nimmt er auf und ich habe alles umsonst gequatscht und ach Gott, ey. Naja. Nützt ja dann wohl jetzt alles nichts, so. So. Hallo. Da haben wir schnell gespeichert. Ich brauche ich jetzt nicht, obwohl ich voll bin, aber ich kann dir nichts mehr geben, großartig. Okay. Moment. Wir sind nämlich genau an der Tasse, die hier irgendwo sein sollte. Alte Trümmer, Behälter, genau. Das ist die andere Tasse, jetzt seht ihr das auch. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, das stimmt. Ach hier, diese Type. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Okay. Banditen? Wieso sind die hier? Ja, wieso? Okay. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach. Okay. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wäre es, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Das ist voll der Mörder, der Typ. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das wären wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Bist du doof? Ich hab das doch schon befreit. Okay, jetzt bekomme ich auch den Erfolg. Erstes Banditenlager geräumt. Ich hätte vorher mit dem quatschen sollen. Okay. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Aha. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut trinkt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Serienmörder, der genießt das, Menschen zu töten. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen.
Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Siehst du, zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch. Sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Du hast ja überhaupt nichts gemacht, du Vogel. Ja, ich gehe mal besser. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden und Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Ich hoffe nicht. Vielleicht, wenn es unumgänglich ist. Ja. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Du! Er ist unsichtbar. Voll der krasse Typ. Das ist ein eiskalter Killer, Serienmörder, der es genießt, Menschen zu töten. Unglaublich. Fertigkeitenpunkt haben wir bekommen. Maximale Gesundheit um 10 gesteigert. Ja, ein Traum. Das ist ein Traum. Was hast du noch hier? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Alter Zahnstocher. Das war ein Zahnstocher? Ja, gut, dann gucken wir doch mal. Fertigkeiten. Wir haben 2. Und wir können mit schweren Waffen schneller bewegen. Ja, das ist blöd. Was? Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist. Das ist auch nicht schlecht. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Das ist super, das nehmen wir. Dann können wir nämlich viel mehr Medizin tragen. Okay, dann gehen wir mal den Weg hier hinten lang. Die brauchen wir nicht mehr, die brauchen wir auch nicht, aber das sieht gut aus. Sehr nützlich. Mhm. Ich weiß. Halt! Wir müssen hier runter. Irgendwo. Das war nicht mal tief genug, Herrgott. So. Hier müssen wir wieder scannen, weil wir gucken müssen, wo das Ding ist. Da oben. Ja, ich kann jetzt keine Rücksicht auf diesen kleinen Kacker nehmen. Muss dieses Ding hier finden. Was suche ich denn jetzt eigentlich? Ach, das ist ein Panorama. Ach, wow. Oh Mann. Hat er mich echt jetzt gefunden? Tschüss. Unglaublich. Den mir auf den Sack. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Platz auch wirklich finden, wo das ist. Das sieht gut aus. Ja, also es stimmt überhaupt nicht überein. Gut, das ist vielleicht extra so gemacht, dass man es nicht so einfach hat, aber... Ich mag es einfach, Mann.
Sie steht noch. Spring da jetzt hoch! Gott! Apokalypse-Sturm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Aha. Aber schön. Halt. So. So sah es aus. Früher einmal. Gut. Wo sind wir eigentlich über den Auftrag hin? Hier hinten sollen wir irgendwas machen, ne? Eine Sucherin vor den Toren. Aber das habe ich doch auch schon. Quests. Zum Roten Echo. Die Rache der Nora. Hauptquest, die Rache der Nora. Eine Sucherin vor den Toren. Stufe 12. Okay. Stufe 25, altes Waffenlager. Jagen für die Loge ist Stufe 16. Es hat also alles noch Zeit. Nora Jagdgebiete, Stufe 12. Also machen wir erstmal das, weil das ist nämlich davor. Wer denn? Wo denn? Ich habe keine gesehen. Guck mal, was der aushält. Zwei Megaschläge braucht der Junge. Kann ich auch gar nicht mehr nehmen. So. Dann laufen wir einmal weiter. Komm hier. Na komm. Ja, prima. So ist fein. Okay, mit ihm komme ich hier gar nicht rein. Das Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Und nicht mein Pferd anfassen. No. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Was ist denn hier los? Wir sahen ziemlich krank aus. Es ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Aha. Der ist wichtig. Da hinten ist noch eine Vorratskiste. Der da vorne ist wichtig. Oder was ist das? Ah, okay. Metallscherben ist gut. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären alle gestorben. Ich bin ja der Meister. Meisterin. Es tut.